Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag hier bei den IB Days. Das Thema ist Anlegen wie die Börsenstars. Ich nehme hier zum dritten Mal teil, habe schon mal über erfolgreiche Anlagestrategien gesprochen und auch über Warren Buffett. Und heute gehe ich noch einen Schritt weiter und ich möchte Ihnen auch Praxisbeispiele zeigen. Ganz kurz zum Inhalt. Ja, es geht mir darum, wie Benjamin Graham anlegt, wie ein Warren Buffett anlegt, auch ein Joe Greenblatt oder ein weniger bekannter Michael O'Higgins, wie also diese Börsenstars erfolgreich in Aktien anlegen, was da die für Gemeinsamkeiten haben und wo die Unterschiede liegen bei den Strategien, dann auch so ein bisschen einschätzen, was ist daran realistisch, was ist im Prinzip auch aus dem Reich der Mythen und was können Sie als Privatanleger denn erwarten und was können Sie sich davon adaptieren, was können Sie kopieren, was können Sie nachmachen. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Ulrich W. Hanke, ich bin der Herausgeber von der Webseite börsianer.info, habe kurze Zeit ein Magazin unter diesem Titel gemacht und werde jetzt in Kürze einen Börsenbrief dazu machen. Ich bin auch Börsenstratege, vom Hause aus Diplom-Betriebswirt, habe lange Zeit als Finanzjournalist gearbeitet, unter anderem in Zürich, Frankfurt und Düsseldorf und unter anderem für die Wirtschaftswoche. Habe schon mehrere Bücher geschrieben. Mein erstes Buch war sozusagen ein Kompendium meines Blogs, Hankes Börsenbibliothek, den ich jetzt nicht mehr explizit weiterführe, wo ich Finanzliteratur auf der einen Seite rezensiert habe und auf der anderen Seite die ganze Sache zur aktuellen Gemengelage an der Börse kombiniert habe. Also beispielsweise, wenn eben der Goldpreis stark gestiegen ist, dann habe ich nicht nur Bücher zum Thema Gold vorgestellt und besprochen, sondern eben auch meine Meinung und die Quintessenz der Bücher dazu präsentiert in diesem Blog. Jetzt habe ich ein neues Buch geschrieben, Börsenstars und ihre Erfolgsrezepte heißt es. So sieht es hier im Original aus. Kann man ja kurz mal zeigen. Kommt aber auch in der Präsentation noch. Und auch ich persönlich habe einen stattlichen Track Record, den man unter anderem bei Wikifolio auch einsehen kann zum Teil. Ich habe auch viele Artikel geschrieben und im Buch werden auch viele Beispiele genannt dazu. Ich selber bin seit Ende der 90er Jahre an der Börse aktiv. Ja, was habe ich mir bei dem Buch gedacht? Ich habe für mich entschieden, filter mal heraus, welche Börsenstars eigentlich die sind, die dir weiterhelfen und wie sehen eigentlich deren Erfolgsrezepte aus. Wer ist denn da eigentlich präsent? Der bekannteste ist nun mal Warren Buffett. Dann wollte ich einen weiten Schritt weitergehen, wollte die Erfolgsrezepte herausarbeiten, also wirklich Schritt für Schritt, wie legen eigentlich solche Börsenstars an und wie der Untertitel so schön sagt, Methoden für Kleinanleger, die Großen zu kopieren, das war mein Ziel, also wirklich Ihnen dann als Privatanleger mit an die Hand zu geben, wie Sie einem Warren Buffett und anderen nacheifern können. Wer mehr zu dem Buch wissen will, der schaut einfach mal unter www.börsianer.info/börsenstars. Als allererstes, das werde ich auch in Interviews gefragt, muss man natürlich definieren, was ist eigentlich ein Börsenstar? Und das ist natürlich nicht unbedingt jemand, der bekannt und berühmt ist. Das ist jedenfalls nicht zwingend erforderlich, ist auch nicht jemand, der ständig in den Medien vertreten sein muss. Es ist mit Sicherheit nicht derjenige, der die meisten Facebook-Fans hat und mit Sicherheit auch nicht denjenigen, den Sie auf einer Anlegermesse oder einem Börsentag sehen, der das nun mal am Rande, kleine Anekdote, natürlich für so einen Vortrag selbst bezahlt. Er wird nicht bezahlt, sondern er muss bezahlen, um dort aufzutreten und mit all den Konsequenzen, also das dort jemand spricht, der natürlich dann auch Werbung machen will, der nicht unbedingt auch der Erfolgreichste an der Börse ist, sondern eben der, der diesen Vortrag bezahlt hat. Es ist auch nicht ein Börsenstar, wer den besten Anzug trägt und wer ein Ferrari fährt. Und jetzt kommen wir zur Quintessenz. Was ist denn nun ein Börsenstar? Natürlich ganz klar, es ist derjenige, der erfolgreich an der Börse ist und es ist derjenige, der nachweislich den Markt schlägt, also besser als der Gesamtmarkt abschneidet. Ansonsten würde sich ein aktives Management ja gar nicht lohnen, dann könnte man passiv in Indizes investieren, in den DAX, in den Dow Jones. Also da müsste man sich gar nicht die ganze Mühe machen. Das ist wichtig, dauerhaft natürlich erfolgreich, sehr erfolgreich und dauerhaft den Markt schlagen. Und da bin ich eben auf diese 12 Börsenstars gekommen, sind alle Nordamerikaner. David Streeman ist ein Kanadier, alle anderen sind US-Amerikaner. Ich bespreche in meinem Buch auch noch drei Deutsche, das ist die Susan Levermann, Uwe Lang und Max Otte.
die sich aber auch natürlich an den Konzepten der ganz Großen, die hier genannt sind, bedienen. Und die gehe ich jetzt mal ganz kurz im Einzelnen durch. Das ist Benjamin Graham, den kennt man vielleicht auch noch. Das ist der Erfinder des Value Investing, der fundamentalen Analyse, also dem wir eigentlich zu verdanken haben, dass wir systematisch irgendwie Aktien analysieren. Vor seiner Zeit war das Willkür, da war das Zuruf, da war wenn man so will, reines Zocken. Das findet man auch in seinem Buch wieder. Er spricht ganz häufig davon, macht einen Unterschied zwischen Spekulieren oder was ich jetzt Zocken nennen würde und Investieren, was eben zu seiner Zeit noch ganz üblich war, dass man eben einfach nur spekuliert hat. Graham ist mittlerweile verstorben, 1976 mittlerweile schon. Der zweite, der hier auch gestorben ist, ist Martin Zweig. Alle anderen leben noch und ein Großteil von ihnen ist sogar noch aktiv. Nicht mehr aktiv sind John Neff, Peter Lynch und David Schwimmen hat angekündigt, Ende dieses Jahres aufhören zu wollen. Ja, Benjamin Graham ist so der Altmeister, der Übervater, der Erfinder von Value Investing. Warren Buffett ist sein Schüler gewesen an der University of Columbia. Der hat seinen Stil natürlich verfeinert, ist mittlerweile der bekannteste, auch der erfolgreichste Anleger der Welt. Und ja, er sagt selber von sich, er wäre zu 85% Graham und zu 15% Philip Fisher. Philip Fisher ist der Vater von Ken Fisher, der hier auftaucht. Michael O'Higgins, das ist hier an dritter Position genannt. Michael O'Higgins ist relativ unbekannt in Deutschland, hat ein Buch geschrieben, was Beating the Dow heißt, wurde nie ins Deutsche übersetzt. Das hat er 1991 geschrieben und dieses Buch war die Grundlage für die Strategie, die klassische Dividendenstrategie, die wir heute als Dogs of the Dow kennen. Den Namen Dogs of the Dow hat das Wirtschaftsmagazin Barron's dieser Strategie gegeben, aber Michael O'Higgins hat auf jeden Fall diese Strategie erfunden, auf die ich auch nachher sehr genau noch eingehen werde. Also ein ganz, ganz wichtiger Börsenstar, auch wenn er nicht so bekannt ist. Joel Greenblatt ist dagegen schon wieder etwas bekannter, war sehr, sehr erfolgreich, hat einen der ersten Hedgefonds aufgelegt. Auch ein Value-Investor, genauso wie John Neff, der auch als KGV-Anleger gilt, also der sehr stark auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis geschaut hat. Ein Peter Lynch, bekannt durch den Fidelity-Fonds, den Magellan-Fonds, den er übernommen hat für 13 Jahre, hat er den geführt und hat er den zu unglaublichen Größen geführt, also von Millionen zu Milliarden. Sehr, sehr, sehr erfolgreich. Hat dann auch sehr früh aufgehört, nämlich, ich glaube, mit 46 Jahren, als in diesem Alter ist nämlich auch sein Vater gestorben und er hat dann auch gesagt, ich mache hier einen Cut, ich konzentriere mich mal auf die Familie und ich will auch noch ein Stück weit leben. Und er konnte sich das eben auch erlauben. Ken Fisher ist, wie gesagt, der Sohn von Philip Fisher. Und Ken Fisher schaut sehr stark aufs Kurs-Umsatz-Verhältnis, auf den Umsatz an sich als Kerngröße. Das ist auch sehr, sehr speziell, aber sehr auch erfolgreich und sinnvoll. Mache ich übrigens auch. Dann haben wir William O'Neill, der hat eine Strategie erfunden, die sich Ken Slim heißt. Wir haben James O'Shaughnessy, der Value mit Trendfolge kombiniert. Das ist auch das, was ich am stärksten kopiere, womit ich auch am meisten Erfolge habe. Was das ist, kann ich nachher noch ein bisschen erklären. Dann haben wir Martin Zweig. Martin Zweig hat 1987 den Börsencrash vorausgesagt, und zwar punktgenau. Also, dass da ein Crash kommen wird, das haben einige gesehen. Aber Martin Zweig hatte das unheimliche Glück, dass er an einem Freitag in einer Talkshow war, den Crash prophezeit hat und am Montag war es dann soweit. Er ist auch bekannt für seinen extravaganten Lebensstil oder dafür bekannt gewesen, er ist ja schon verstorben. Dann haben wir David Treiman und Anthony Galea, die beide als sogenannte Contrarian gelten, als Querdenker, als antizyklische Investoren, die also wirklich Aktien suchen, die gerade derzeit vollkommen unbeliebt sind, auch vielleicht zu Unrecht unbeliebt und eben dann wirklich möglichst niedrig kaufen. Ja, kurz mal, was ich denn als Erfolg definiere, denn da kursieren auch ganz komische Zahlen herum. Ja, Peter Lynch, einer der erfolgreichsten, hat von 77 bis 1990, also 13 Jahre lang, seinen Fonds geführt und hat es geschafft, 29,2% pro Jahr zu erzielen mit diesem Fonds, hat den Markt ungefähr geschlagen, und zwar ums Doppelte. Das ist schon sensationell, also vergessen Sie irgendwelche Gewinnchancen von 100%, 1000% oder 8000% pro Jahr. Das ist absoluter Nonsens, das ist unseriös. Dann haben wir den Martin Zweig, der von 84 bis 99 auch deutlich den Markt geschlagen hat und mit 25% pro Jahr auch sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Benjamin Graham, der zu einem anderen Zeitpunkt von 1936 bis 1956 aktiv war, auch schon davor, aber das ist der Zeitraum, über den es überhaupt
einigermaßen verlässliche Zahlen gibt, denn das war mir auch wichtig, erscheint auch in meinem Buch dann, natürlich verlässliche, nachweisliche Zahlen. Und Benjamin Graham hat es auch geschafft, den Index deutlich zu schlagen. Und genauso John Neff, der über einen sehr, sehr langen Zeitraum von 64 bis 1995 hat er hier auch geschafft, 13,7% pro Jahr und der Markt nur 10,6% pro Jahr. Das denken Sie sich, hört sich vielleicht auch noch wenig an. Ja, auf Jahressicht hört sich das immer ganz wenig an und da möchte ich jetzt Warren Buffett als Beispiel heranführen, der für mich der erfolgreichste Anleger der Welt ist. Auch bekannt als Orakel von Omaha, er lebt immer noch in Omaha, das ist relativ weit weg von New York und das findet er aber auch gut, dann ist er aus diesem täglichen Hektischen raus und er hat eine Textilfirma gekauft, die hieß Berkshire Hathaway. Diese Textilfirma war ein Fehlinvestment, die hat er 1965, glaube ich, gekauft oder so, ja, 1965 und hat sie 1969 dann umgewandelt als Firma auch als eine Investmentholding und über den gesamten Zeitraum von 65 bis heute, bis 2015, das sind Zahlen aus dem aktuellen Geschäftsbericht, hat er es geschafft, pro Jahr eine Rendite zu erzielen von 19,2%. Hört sich jetzt vielleicht auch noch nicht so viel an, wenn man das dann aber auf den gesamten Zeitraum betrachtet sieht, dann sind es eben, wie man hier sieht in der Präsentation, 800.000% gemessen am Buchwert, also an den Mitteln des Unternehmens. Buchwert, das sind Gebäude, Grundstücke, Patente, Ähnliches, also alles, was das Unternehmen besitzt oder was es den Wert ausmacht. Der Börsenwert, das, was an der Börse, die Aktie, wo die Aktie notiert ist, wieder ein ganz anderes Feld. Wenn man sich da drauf schaut, dann ist es sogar noch besser, 20,8% pro Jahr oder 1,6 Millionen % über diesen gesamten Zeitraum von 51 Jahren. Die Bandbreite, Warren Buffett ist kein Übermensch, der kocht auch nur mit Wasser, die Bandbreite beträgt, also mein bestes Jahr war knapp 60% 1976, in dem Jahr, wo Benjamin Graham gestorben ist, der sich aber schon sehr viel früher aus dem Berufsleben zurückgezogen hat, nämlich 1956 und dann minus 9,6% 2008 zur Finanzkrise. Also auch da hat er es nicht mehr geschafft, irgendwie eine positive Performance abzuliefern. Nichtsdestotrotz hat er den Index 78,4%, also in 78,4% der Fälle geschlagen. Das sind von 51 Fällen 40 Mal und das ist sensationell. Ja. Zum Vergleich, der S&P 500, der sehr breiter US-Index, der die 500 größten US-amerikanischen Aktien abbildet, der hat eben nur 9,7% mit 9,7% rentiert pro Jahr. Das sind aber über diesen langen Zeitraum, inklusive Dividenden in diesem Fall, auch immerhin 11.000%. Und da es hier keine Klimaanlage gibt an der FH Frankfurt, erlauben Sie mir, dass ich jetzt mal kurz die Jacke ausziehe. Jetzt geht es mir darum, jetzt habe ich Ihnen mal erklärt, was aus meiner Sicht ein Börsenstar ist und was man als Erfolg auch erwarten kann. Jetzt geht es mir darum, erstmal die gemeinsame Klammer zu finden, was haben denn diese Börsenstars alle gemeinsam? Und was gibt es für Unterschiede? Und bei den Gemeinsamkeiten sieht es so aus, ganz klar, sie investieren alle ganz langfristig. Das sieht man auch am fortgeschrittenen Alter dieser Herren. Nur auf Dauer hat man Erfolg und dann subsumiert sich diese Rendite ja auch, wie wir gesehen haben. Keiner macht Daytrading. Das bedeutet, natürlich schaut jeder jeden Tag auf die Kurse und auf das Marktgeschehen, beobachtet auch die Märkte, aber keiner handelt täglich, denn hin und her, wie wir wissen, macht bekanntlich die Taschen leer. Das macht keinen Sinn, täglich zu handeln, vor allen Dingen auch als Privatanleger erst recht nicht, weil sie haben ganz andere Möglichkeiten als eben ein großer Investor, der dann unter anderem auch noch sehr, sehr schnell handeln kann, sehr, sehr große Volumina. Also als Privatanleger macht das keinen Sinn. Da kommen Sie sicherlich nicht ans Ziel, denke ich. Die oberste Tugend eines Investors, hat schon Benjamin Graham gesagt, ist die Geduld. Das haben eben auch all diese Börsenstars und sie bleiben ihrem System treu, weil es ganz oft passieren kann, dass ein System mal nicht funktioniert. Das ist auch vollkommen normal. Also es gibt kein System, was zu 100% funktioniert. Denken Sie hier an
Warren Buffett, der eben auch nur in 78,4% der Fälle richtig liegt oder den Markt schlägt. Besser gesagt, also man muss seinem System treu bleiben, weil sonst wird man nachher ausgerechnet in dem Moment untreu, wo das Ganze wieder funktioniert. Dann vielleicht das Allerwichtigste, Sie investieren alle fast ausschließlich in Aktien. Aktien sind nun mal die Anlageklasse, die am besten rentiert. Und ich weiß, Aktien werden von den ein oder anderen Leuten irgendwie als riskant betrachtet. Im Zeitalter der Negativ- oder Minizinsen wandelt sich so ein bisschen das Bild schon. Ich habe eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei, wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige. Und so muss man eben auch eine Aktie sehen. Es ist eine Beteiligung an einem Unternehmen. Ich beteilige mich auch daran, wenn dieses Unternehmen Gewinn macht, da kriege ich auch was von dem Kuchen ab. Und insofern sehe ich das so, dass man hier ein bisschen, auch jetzt spreche ich für die Aktienkultur, dass man hier auf jeden Fall die Aktie auch als das sehen sollte, was sie ist, nämlich die beste Anlageklasse und eine schöne Anlageklasse. Ein Stück weit gibt es auch die Anleihen, die mit Sicherheit ihre Renaissance erleben werden, wenn wir wieder ein anderes Zinsumfeld haben, aber Fonds, Derivate, andere kuriose Produkte, das brauchen Sie alles nicht und das benutzen auch diese Börsenstars nicht. Und wenn Sie eben erfolgreich sein sollten, dann sollten Sie sich darauf auch verlassen. Und genauso auch die Auswahl der Aktien, die geschieht in der Regel immer nach fundamentalen Kriterien. Fundamentale Kriterien sind also Zahlen, die ich aus der Bilanz, aus der Gewinn- und Verlustrechnung, auf der Kapitalflussrechnung herauslesen kann, die ich kombiniere mit der Marktbewertung. Das sind fundamentale Kriterien und nicht die Charttechnik, nicht irgendeine Linie, die ich irgendwo einzeichne, irgendeine Kurve, irgendeine Kopf-Schulter-Formation. Damit kommt man nicht ans Ziel. Ich kenne auch keinen Charttechniker, der allein durch die reine Charttechnik irgendwie zum Erfolg gekommen wäre und dauerhaft reich geworden wäre. Was ich ja auch schon sagte, Sie müssen nicht perfekt sein, Sie müssen kein perfektes System haben, haben diese Börsenstars auch nicht. Diese Börsenstars haben auch nicht die Allüren zu sagen, sie seien perfekt. Nein, sie geben sogar zu, dass sie nicht immer richtig liegen. Und ab einer Trefferquote von 66,6%, also 2/3, ab da kann man von einem großen oder von sehr hohem Erfolg schon sprechen. Liegt einfach daran, dass wenn Sie eben mit diesen 66,6%, diesen 2/3 sehr, sehr gut im Markt liegen, dann gleicht das andere mehr als aus und dadurch sind sie schon sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt eine gute Nachricht für uns, diese Börsenstars sind in der Regel eher Workaholics als Genies, also man kann sie auch kopieren. Natürlich haben sie alle eine sehr, sehr gute Ausbildung, sie kommen auch in der Regel alle aus einem sehr guten Familienhaus. Der eine oder andere hat schon einen Schicksalsschlag erlebt in der Familie, Benjamin Graham beispielsweise. Da ist der Vater früh gestorben, dann musste die Mutter in die Bresche springen. Die Mutter hat eine Pension geführt mit weniger großem Erfolg. Daraufhin musste Benjamin Graham jobben, um was beizusteuern für die Familienkasse. Und deswegen legt er wahrscheinlich auch sehr großen Wert darauf, dass man als allererstes mal keine Verluste macht. Er schaut sehr stark auf eine sogenannte Sicherheitsmarge, hat einen Sicherheitspuffer eingebaut in seinem System. Er unterscheidet eben auch zwischen Spekulieren und Investieren und ist da sehr, sehr vorsichtig. Legt natürlich die Messlatte auch sehr, sehr hoch, werden wir gleich noch sehen. Und was mir bei meinem Buch gut geholfen hat, all diese Börsenstars haben in der Regel auch selbst ein Buch geschrieben. Ausnahme ist Warren Buffett, aber über ihn ist sehr viel geschrieben worden, beispielsweise von seiner Ex-Schwiegertochter Mary Buffett, ein schönes Buch mit dem Freund der Familie David Clark, Buffettologie heißt das. Das kann ich Ihnen auch sehr empfehlen, ist auch Grundlage oder ein Stück Grundlage für mein Buch gewesen. Nichtsdestotrotz haben all diese Börsenstars auch Interviews geführt, es ist etwas bekannt über ihre Strategien, ich habe auch mit dem einen oder anderen in Kontakt gestanden und so kann sich ein rundes Bild ergeben, wie denn diese Börsenstars investieren. Und wenn ich jetzt von Kopieren rede, das vielleicht noch vorweg jetzt, wenn ich von Kopieren rede, dann meine ich nicht, dass Sie ein halbes Jahr spät warten, bis die Börsenaufsicht, die SEC, in den USA dann meldet, was Warren Buffett gekauft hat. Hat er jetzt Apple-Aktien gekauft? Hat er jetzt Apple-Aktien verkauft? Und Sie dann genau das nachmachen. Das macht keinen Sinn, denn dann wissen Sie auch nicht, wann Sie verkaufen sollen, haben dann auch wieder ein Timelag von
einem Quartal oder ähnliches. Also was Sinn macht, ist zu verstehen, warum Sie welche Aktien kaufen. Dann wissen Sie auch, warum Sie welche Aktien verkaufen können, kommen unter Umständen zum selben Schluss und haben nicht mehr diesen Zeitfaktor, dass Sie irgendwie hinterherlaufen. Und wenn wir bei Warren Buffett bleiben, wenn Sie natürlich ein großer Fan von Warren Buffett sind, dann brauchen Sie sich die Mühe nicht machen, dann könnten Sie natürlich auch einfach die Berkshire Hathaway Aktie kaufen. Die gibt es ja mittlerweile auch kleingestückelt, die B-Aktie, und so an dem Erfolg von Warren Buffett partizipieren. Gut, das waren so die Gemeinsamkeiten. Jetzt mal grob zu den Unterschieden. Bei den Unterschieden, da gibt es zwei verschiedene Pole. Da gibt es den sogenannten Contrarian, sowas wie ein David Treeman, wie ein Anthony Galea, aber auch wie die ganzen Value-Investoren, die gefallene Aktien suchen oder Aktien, die deutlich unterbewertet sind, die über die irgendwie die zum Beispiel in Sippenhaft genommen wurden und zu Unrecht unterbewertet sind oder bei denen in den Bilanzen irgendwelche Vermögenswerte schlummern, die noch gar keiner erkannt hat, sodass sie dann dadurch einen großen Gewinn versprechen. Das andere sind Trendfolger. Und bei Trendfolger muss man aufpassen, es macht keinen Sinn, einen Trend hinterherzulaufen. Ich habe jetzt hier in einem anderen Vortrag, ich bin sehr früh angereist, da konnte ich ein Stück weit einen anderen Vortrag verfolgen. Da wurde empfohlen, zum einen die Adidas-Aktie. Die Adidas-Aktie ist halt schon sehr, sehr gut gelaufen. Und ein Trendfolger, der Erfolg hat, der sucht jetzt keine Aktie, die gut läuft, einfach nur, sondern die muss auch noch günstig sein. Und das ist bei Adidas zum Beispiel nicht mehr zwingend der Fall. Also die Adidas ist maximal noch etwas, was man halten kann, wenn man sie besitzt. Also ich habe sie in einem unserer Musterdepots sehr, sehr erfolgreich, sehr stark gestiegen. Aber ich würde sie, wenn überhaupt, halten, wenn nicht sogar jetzt in nächster Zeit verkaufen, denn die Aktie ist nun mal relativ teuer. Das gilt übrigens auch für SAP, die hier erwähnt wurde. SAP hat ein Kursumsatzverhältnis von über 4. Das ist eine Grenze, wo man einen Schnitt machen muss. Und auch historisch betrachtet, wenn man das Kursumsatzverhältnis der vergangenen Jahre von SAP anschaut, auch da ist es deutlich zu teuer, die Aktie von SAP. Also man muss verstehen, es geht eigentlich um Aktien, die günstig bewertet sind. Ich möchte was günstig kaufen, damit ich später teuer verkaufen kann. Es geht nicht unbedingt nur darum, ob ich ein gutes Unternehmen habe. Sicherlich ist eine SAP oder eine Adidas sind das gute Unternehmen, machen gute Produkte. Aber ich will ja, wenn ich einen Kursgewinn erzielen will, dann muss ich natürlich günstig kaufen, um später teurer zu verkaufen. Und der Trendfolger, der erfolgreich ist, der setzt eben auf Aktien, die im Aufwärtstrend sind, aber noch ein Stück weit günstig. Dann ein zweites Unterscheidungskriterium sind institutionelle Kunden, institutionelle Investoren. Das sind Fondsmanager, Pensionskassen, all die, die jetzt auch in dem Niedrigzinsumfeld so ihre Schwierigkeiten haben, weil die oft sehr konservativ angelegt haben, also oft nur Anleihen gekauft haben. Aber nichtsdestotrotz kaufen sie natürlich auch Aktien und da gibt es dann Börsenstars, die darauf Wert legen, dass diese schon dort drin sind in der Aktie, damit diese Aktie einfach eine gewisse Aufmerksamkeit hat. Und es gibt andere, die genau möchten, dass eben diese Investoren dort noch nicht drin sind, dass die Aktie ganz, ganz unbekannt ist, um dann möglichst den ganz großen Sprung zu machen. Also die nächste Apple, die nächste Google, die nächste Facebook. Genauso wie auf der einen Seite Investoren auf eine gute Story hoffen und auf neue Produkte, Produkte in der Pipeline, hohe Forschungs- und Entwicklungskosten beispielsweise könnten darauf hindeuten. Und auf der anderen Seite eben dieses Unbekannte, dieses unbekannte Firmenname, vielleicht auch ein ekliger Firmenname, ein peinlicher Firmenname, irgendwas, was die Leute erstmal im ersten Schritt davon abhält zu investieren, um günstig in die Aktie reinzukommen. Und dann vielleicht ganz wichtig auch, natürlich schauen die Börsenstars auf unterschiedliche Kennzahlen. Die bekannteste ist das Kursgewinnverhältnis, das ist KGV. Darauf achten aber weniger, als man denkt. Dazu komme ich gleich noch. Dann haben wir das dynamische KGV, das PEG oder PEG, wo das Wachstum noch eine Rolle spielt. Und als Gegenpol haben wir da das Kursumsatzverhältnis, auf das ich sehr gerne schaue. Das kann ich auch gleich noch erklären, warum das so ist. Jetzt hier nochmal kurz bildlich dargestellt. Im Prinzip ist es so, egal zu welchem Zeitpunkt ich kaufe, ein Stück weit möchte ich immer als Investor zu der Herde gehören, mit der Herde mitlaufen. Die Herde ist an sich erstmal nichts Schlimmes, also die Masse der Investoren. Es geht nur darum, der Value-Investor hier an Punkt 1, der investiert zu einem ganz anderen Zeitpunkt als der Trendfolger. Der Value-Investor investiert nämlich dann, wenn
eben die Aktie abgestraft ist oder niedrig ist, vielleicht stark gefallen ist, und steigt dann eben auch aus, hier Punkt 2, bevor das Top erreicht ist, wenn sein fairer Wert, den er vorher ermittelt hat, erreicht ist. Darüber kann es auch eine Übertreibung geben hier bis zur Spitze, aber der Value Investor steigt auf jeden Fall da schon aus. Der Trendfolger muss natürlich erstmal den Trend abwarten, den erkennen, hier Punkt 3, bevor er überhaupt einsteigen kann. Aber wie gesagt, wenn die Aktie eben noch günstig ist, ist das die beste Voraussetzung, dass sich der Trend auch fortsetzt. Und der Trendfolger steigt hier an Punkt 4 aus, wenn der Aufwärtstrend nachhaltig gebrochen ist. Da hat er natürlich dann ein bisschen noch vom Top Verlust wieder eingefahren, wenn man so will, psychologisch. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt hat er natürlich eine Mordsrendite eingefahren. Und was man hier schematisch so dargestellt sieht, ist, dass die Rendite oft ähnlich ist, aber der Zeitraum ist ein ganz anderer. Ein Value Investor muss oft viel mehr Geduld haben. Es dauert erstmal eine Weile, bis überhaupt die Aktie, die er jetzt entdeckt hat, als unterbewertet, das, was er vielleicht in der Bilanz entdeckt hat, was die anderen nicht entdeckt haben, das muss er dann auch ein Stück weit bekannt machen natürlich, oder das muss den anderen Leuten bekannt werden. Und dann erst steigt die Aktie. Also ein Value Investor braucht unter Umständen mehr Geduld. Und jetzt kommen wir mal zum Kurs-Gewinn-Verhältnis. Für jemanden, der schon länger an der Börse unterwegs ist, ist das natürlich etwas, was gang und gäbe ist, was er kennt. Ich habe das hier auch mal nochmal dargestellt für Zuschauer, die jetzt nicht ganz so im Thema Börse schon drinstecken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine der beliebtesten Kennzahlen, wo man den Aktienkurs eben mit dem Gewinn je Aktie vergleicht. Das ist immer das gleiche Prinzip. Man muss irgendeine Größe mit dem Aktienkurs vergleichen, um zu wissen, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Wenn eine Aktie 1.000 Euro an der Börse, zu 1.000 Euro an der Börse notiert oder zu 100 Euro an der Börse, dann hat das erstmal gar keine Aussagekraft. Es hängt davon ab, wie viele Aktien es überhaupt gibt von dem Unternehmen und wie viel Prozent von dem Unternehmen mit so einer Aktie verbrieft werden. Und das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Kennzahl, die ich überhaupt nicht nutze, auf die ich auch nur ganz selten schaue. Und so geht es auch den meisten Börsenstars. Denn der Gewinn ist ganz leicht bilanztechnisch zu verändern, man könnte sagen zu manipulieren. Den Gewinn kann man nach oben drücken oder nach unten, indem man einfach Rückstellung bildet oder auflöst zum Beispiel. Dazu kommt, dass Anleger auch ganz, ganz gerne, weil man ja an der Börse die Zukunft handelt, auch ganz gerne eben Gewinne schätzen und dann ein geschätztes KGV benutzen. Da steht an dem KGV so ein kleines E immer dran für erwartet, geschätzt oder im Englischen dann auch estimated. Und das hat aber den Hintergrund, oder da muss man auch aufpassen, dass diese Schätzungen ganz, ganz oft von Analysten kommen, sogenannte Konsensschätzungen, also werden alle in einen Topf geworfen, die Aktie zum Beispiel covern. Und das sind aber ganz oft sogenannte Sell-Side-Analysten. Sell-Side-Analysten stehen in einem Interessenskonflikt oder können in einem Interessenskonflikt stehen, denn sie arbeiten für ein Bankhaus, für einen Finanzdienstleister, der auf der einen Seite diese Analysen rausgibt, auf der anderen Seite eben auf der Sell-Side steht und diese Aktie auch loswerden will. Das Gegenteil wären die Buy-Side-Analysten, und diese Buy-Side-Analysten, an deren Schriftstücke, an deren Analysen kommt der Otto-Normalverbraucher selten dran. Also eine Kennzahl, die immer mehr an Aussagekraft verliert, und auch es schauen eh so viele Leute auf diese Kennzahl, dass sie dann auch ein bisschen an Aussagekraft verliert. Und das, Überraschung, Überraschung, lässt sich dann auch bei den Börsenstars, schlägt sich das nieder, wie man jetzt hier sehen kann. Das KGV ist nämlich überhaupt nicht beliebt. Ich muss mal diese Tabelle dann in Ruhe jetzt durchgehen. Da haben wir den Benjamin Graham, den Value Investor. Der schaut aufs KGV. Der hat ja auch den Anfang gemacht. Seine Sachen sind sehr, sehr alt. Also sein erstes Buch hat er 1934 geschrieben. Das zweite, sehr viel populärere, 1949. Intelligent investieren heißt es auf Deutsch. Und der schaut aufs KGV. Aber er schaut auch auf ein KGV der vergangenen 3 Jahre, einen Durchschnittswert. Das ist schon wieder etwas, was Sie weniger oder seltener in Publikationen finden. In meinem Börsenbrief, ich werde in Kürze einen Börsenbrief rausbringen, da wird das auch eine Rolle spielen. Ein Warren Buffett benutzt das KGV gar nicht. Er hat sich mal zu der Aussage hinreißen lassen, dass ab einem KGV von 40 eine Aktie definitiv zu teuer sei. Das sagt auch Peter Lynch. Aber im Prinzip benutzt man hier das KGV gar nicht. Dann haben wir einen Joel Greenblatt, der das KGV auch vorschlägt als Kennzahl, aber als
Alternative, als Ersatz für die Gewinnrendite, weil die doch ein bisschen weiter schwieriger zu berechnen ist. Deswegen sagt er, ja, niedriges KGV, schön und gut. Er sagt aber auch noch, zu niedrig, also unter 5, ist dann wieder schlecht, weil das ist nicht unbedingt ein Auswahl, ein Kaufsignal, sondern eher ein Warnsignal. Also da liegt dann wirklich was im Argen, keine Unterbewertung, sondern da liegt wirklich was im Argen. Genauso ist es bei Anthony Galea, der das KGV nur als ein Nebenkriterium wählt. Wer wirklich jetzt aufs KGV setzt, ist neben Graham auch ein John Neff. Der schaut sich aber den Durchschnittswert an und schaut sich dann seine Aktie an und vergleicht das miteinander. So ähnlich macht es Martin oder hat es Martin Zweig gemacht, der dann auch nach unten und nach oben noch so einen Cap sozusagen gesetzt hat. Und David Streeman hat auch eine Grenze nach unten, schaut sich auch den ganzen Markt an, hat aber auch absolute Festzahlen festgelegt in einem Interview mal. Und die habe ich hier aufgeführt. Das wäre dann ein KGV von maximal 14 bis 16, aber auch nicht niedriger als 8. Also Sie sehen schon, das sind unterschiedliche Werte, aber das KGV ist gar nicht so beliebt. Und dann gibt es noch mehrere Börsenstars, nämlich O'Higgins, Fischer, O'Neill und O'Shaughnessy, die das KGV gar nicht benutzen. Da kommt dann oft das Kursumsatzverhältnis zum Einsatz, also der Umsatz verglichen, der Kurs verglichen mit dem Umsatz. Und bevor ich jetzt ein Stück weit in die Praxis gehe, also ich habe ein paar Praxisbeispiele mitgebracht, ich möchte ein paar Erfolgsrezepte mit Ihnen durchgehen, ein bisschen kochen sozusagen. Natürlich nicht für alle Börsenstars, das schaffen wir jetzt in der Zeit gar nicht. Ich möchte noch ein paar Stichworte loswerden, die ich in anderen Vorträgen immer auch, auf die ich in anderen Vorträgen eingehe, nochmal, was mir wichtig ist. Es gibt Sachen, die an der Börse einfach nicht funktionieren oder nicht gut funktionieren. Und das ist die Charttechnik, ganz klar. Ich bin ein Gegner davon oder kein Fan davon, sagen wir mal so. Es gibt ein paar Sachen wie die 200-Tage-Linie, eine 38-Tage-Linie, auf die ich durchaus auch mal schaue. Wenn man so will, ist auch ein Stück weit eine Trendfolge, ja, so ein bisschen Charttechnik, aber irgendwelche Linien irgendwo einzeichnen, irgendwelche Formationen macht gar keinen Sinn. Auch Renditeversprechen von über 20% halte ich für pro Jahr dauerhaft für vollkommen unseriös, kann man auch mit fast keiner Anlage erreichen oder kann man definitiv nicht erreichen. Denken Sie an Warren Buffett. Modethemen werden gerne gespielt, tauchen dann in der Presse auf, tauchen bei Firmen auf. Ja, aber alles, was in Mode ist, ist dann auch schon hoch bepreist und lassen Sie lieber die Finger davon. Auch Hebeln ist sehr, sehr gefährlich, würde ich auch immer von abraten, genauso wie der Einsatz von Fremdkapital, also nur mit dem Geld an die Börse gehen, dass Sie auch wirklich frei zur Verfügung haben, was Sie nicht nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr brauchen. Weil es kann ja auch mal schlecht laufen. Dann die Diversifikation, auch ein heißes Thema hier, auch mal ganz, ganz kurz nur, ja, die Diversifikation, also die Streuung auf viele Anlageklassen oder viele Assets an sich, also viele Aktien, macht Sinn, sollte man auch machen, aber man soll es auch nicht übertreiben, so als Privatanleger, denke ich, sind 10 Aktien ein ganz gutes Portfolio, darüber wird dann die Risikostreuung, die Reduzierung des Risikos immer geringer. Wenn man deutlich darunter geht, ist das Risiko natürlich höher, da muss man sich deutlich sicherer sein. Dann haben wir den DAX, das ist auch ein Thema, für mich ein Aufregerthema, wenn man so will. Der DAX schwankt 1,5% pro Tag und zwar von tief und hoch oder hoch und tief, also nicht von Eröffnungs- zu Schlusskurs. Aber 1,5% Schwankung ist ganz normal, wenn Sie jetzt irgendwie im Fernsehen sehen oder irgendwo lesen, der DAX ist um 0,5% gefallen oder gestiegen oder auch um 1% und dann heißt es dann Rally oder Crash, dann ist das einfach nur Zuspitzen, nennt man das als Journalist. Ich bin ja auch ehemaliger Finanzjournalist, ich weiß ja, um was es geht. Also Zuspitzen, man macht die Situation dramatischer, als sie ist, aber eigentlich ist es vollkommen normal, eher Unterdurchschnitt vielleicht sogar. Dann auch wichtig für den DAX zu wissen, für alle, die auch in ETFs anlegen, die wissen es vielleicht auch schon in Indexfonds, wer seinem Index passiv folgt. Der DAX ist ein Performance-Index, also die Dividenden sind inklusive. Das ist eine Ausnahme, das ist selten. Die Regel sind Kursindizes, wo die Dividende nicht mit drin ist. Und dann können Sie sich schon denken, wer denn dann die Dividende kassiert, wenn Sie in einen solchen Index über ein Produkt investieren, nämlich nicht Sie.
Dann haben wir noch die Gewichtung nach dem Börsenwert, auch ein ganz wichtiges Thema, auch nur ganz kurz angeschnitten. Also eben die Titel im DAX sind gewichtet nach der Marktkapitalisierung, also der Anzahl der Aktien mal Aktienkurs. Das bedeutet, dass die Aktien, die schon gut gelaufen sind, auch höher in dem Index enthalten sind, einen höheren Anteil haben. Ein klassischer Value-Investor möchte aber eher die Aktien, die noch nicht so gut gelaufen sind, die noch am meisten Kurspotenzial haben. Also das kann auch problematisch sein, wenn man jetzt passiv investiert. Und der Hintergrund ist ein ganz einfacher, ein Index wie ein DAX, der wurde nicht eingeführt, um als Basiswert für einen Indexfonds zu dienen, sondern der wurde eingeführt, um sich ein Bild von der Börse machen zu können. Dann auch noch ganz kleines Randthema. Natürlich beachten Sie auf die Zeiträume, die Ihnen da präsentiert werden in Charts. Manchmal, da sucht man sich natürlich einen Zeitraum aus, wo es besonders gut aussieht. Jetzt zeige ich nachher auch noch mal ein Beispiel. Dann nie gegen den Trend handeln, auch ganz wichtig. Und ja, das Thema Timing ist eins, was man auch beachten sollte. Also Sie kennen ja dieses klassische Sprichwort Sell in May and Go Away. Come back on St. Ledger's Day heißt es eigentlich. Man hat Come back on September draus gemacht, weil St. Ledger's Day ist ein Pferderennen in England, was immer im September stattgefunden hat. Mittlerweile ist man so weit zu wissen, dass man besser im Oktober wiederkommt. Also wenn sie es einrichten lässt, dann würde ich auch in dem Zeitraum eher weniger Engagement an der Börse zeigen. Und es gibt noch andere Timing-Faktoren wie Rohstoffpreise, wie Währungspreise, wie Zinsen. Wie Trendlinien, dann, da kommen Sie dann doch mal zum Einsatz. Und das ist ein ganz großes Feld, was ich hier nur am Rande mal anschneiden wollte, aber darauf sollte man ein Stück weit doch achten. Jetzt geht es mir um den Altmeister Benjamin Graham, zu dem ich ja auch schon einiges gesagt habe. Er unterscheidet sich zu Warren Buffett, was ein Stück weit auch einfach an der Zeit liegt. Graham hat eben auf diesen Sicherheitspuffer geachtet, hat sich auf Sachwerte konzentriert, auf das, was in der Bilanz steht, so wie das seinerzeit üblich war und das, was seinerzeit wichtig war. Buffett ist einen Schritt weiter gegangen. Der hat erstmal geschaut, wo fühle ich mich wohl, was ist so mein Kompetenzbereich. Den verlässt er jetzt gerade mit IBM, Apple und anderen Aktien. Also er hat ja früher gar keine Technologieaktien gekauft. Und schaut aufs Geschäftsmodell und vor allen Dingen auf die Zukunft. Und Warren Buffett liebt es, wenn er die Gewinne möglichst genau für die Zukunft prognostizieren kann, dann ist für ihn eine Aktie interessant. Und das liegt einfach daran auch, dass ein Graham natürlich sein Konzept entwickelt hat im klassischen Industriezeitalter, wo Eisenbahnen an der Börse notiert waren und nicht Apple und Google. Und Apple und Google und all die anderen haben eben weniger Sachwerte, sondern mehr immaterielle Vermögensgegenstände, also ein fettes Brand und natürlich auch Barmittel. Also da hat sich das Verhältnis ein bisschen verschoben und das werden wir jetzt auch sehen. Es ist natürlich jetzt auch heutzutage schwieriger, eine Aktie zu finden, die wirklich der von Graham entspricht oder die Graham gut gefunden hat. Deswegen drücke ich da ein Stück weit auch nachher die Augen zu. Und gehen wir das mal durch. Das sind die Kriterien, das Erfolgsrezept von Benjamin Graham, wie er es auch beschrieben hat, wie es auch in meinem Buch vorkommt. Und ich habe es ein bisschen angepasst. Jedes Erfolgsrezept im Buch ist natürlich ein Stück weit auch eine Interpretation von mir. Nicht über alles, über jedes Detail ist bekannt. Ein Stück weit muss man auch was anpassen. Und Graham hat zum Beispiel festgelegt, dass ein Unternehmen eine gewisse Größe haben muss. Sprich, er hat gesagt, 100 Millionen Dollar Umsatz müsste ein Unternehmen mindestens haben. Das habe ich auf die heutige Zeit angeglichen. Da sind wir bei 500 Millionen Euro. Dann ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1,5. Die Reihenfolge habe ich auch verändert. Warum? Weil man heute durch Datenbanken, Websites und Ähnliches einfacher an zum Beispiel ein Kurs-Buchwert-Verhältnis kommt als an die einzelnen Details aus der Bilanz. Das ist ja Punkt 6 und 7. Punkt 6 und 7 sind Sachen, die Benjamin Graham natürlich zu einem Zeitpunkt, als es kein Internet gab, als es keine Computer gab, er hat ja in jeden Geschäftsbericht selber reingeschaut, für ihn kein Problem war. Der hat eben damit angefangen. Das war ihm wichtiger, das kann man aber heute ein Stück weit nach hinten anstellen. Dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wo ich schon drüber sprach, eben der Durchschnittswert über 3 Jahre, unter 15 sollte das sein. Wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr, sehr niedrig ist, dann lässt auch noch Graham eine Alternative zu, nämlich dass man Kurs-Buchwert und Kurs
Gewinnverhältnis miteinander multipliziert, sollte aber auch nicht mehr als 22,5 rauskommen. Dann das Gewinnwachstum ist ihm sehr, sehr wichtig über die vergangenen 10 Jahre. Das sollte größer als 30% sein. Das ist gar nicht so einfach für viele DAX-Werte im Moment, weil da noch die Finanzkrise mit reinschlägt. Die ununterbrochene Dividende über 20 Jahre ist schon ist kein so großes K.O.-Kriterium, weil sie ja nicht auch noch steigen muss. Also die muss nur ununterbrochen gezahlt worden sein. Dann haben wir den Verschuldungsgrad, also wie ist das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital beim Unternehmen? Ist das Unternehmen stark verschuldet oder hat es sehr viele eigene Mittel? Das ist schon etwas schwieriger in der heutigen Zeit. Und das Umlaufvermögen sollte auch eine gewisse Größe haben. Und zwar sollte das Umlaufvermögen größer sein als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Warum? Weil, ja, wenn man kurzfristige Verbindlichkeiten bedienen muss, man die nicht aus dem Anlagevermögen bezahlen müssen können sollte. Also Sie sollten nicht die Maschinen verkaufen müssen, um dann die kurzfristigen Verbindlichkeiten bezahlen zu können. Deswegen sollte das Umlaufvermögen möglichst groß sein. Und jetzt kommen wir mal zur Praxis. Ich habe mir das angeschaut beim DAX. Die Umsatzgröße, das ist für keinen der DAX-Titel eine Hürde. Der kleinste Wert DAX-Neuling ist ProSiebenSat.1 mit 3 Milliarden Euro Umsatz und VW ist der größte mit über 200 Milliarden. Also dieses spielt hier keine Rolle. Beim MDAX wäre das schon anders, da würden da schon einige Titel rausfallen. Dann habe ich geschaut aufs Kurs-Buchwert-Verhältnis und da sehen wir schon, da sind nur noch 13 Titel von 30 übrig. Hier, das geht los bei der Commerzbank mit 0,4 bis zu Daimler mit 1,4. Ja, Commerzbank, Deutsche Bank mit 0,4, da muss man halt auch mal schauen, ob das nicht ein Stück weit gerechtfertigt ist. Aber wir setzen ja auch noch Filter drüber, also Sie werden gleich sehen, es werden immer weniger Aktien. Schon beim KGV reduziert sich das Ganze nochmal um die Hälfte, es sind nur noch 7 Titel, die hier ein Durchschnitts-KGV der vergangenen 3 Jahre von unter 15 haben. Das ist beim Munich Re, RWE, VW, Daimler, Allianz, E.ON und Vonovia. Und da sind auch noch Sachen drin, die mir nicht gut gefallen würden. Das sind, sind natürlich die Autobauer, da muss man ein bisschen schauen, vor allen Dingen VW natürlich. Die Energieanbieter haben so ihre Problemchen und auch die Versicherer und die Versicherer haben Probleme, genauso wie die Energieversorger, die wahrscheinlich auch dauerhaft sein werden, denn das Niedrigzinsumfeld wird sich so schnell nicht ändern. Also die Versicherungen wissen nicht so genau, wie sie ihre Gelder denn sinnvoll anlegen sollen. Und die Energiewende ist auch eingeleitet. Also auch wenn E.ON jetzt Uniper abgespalten hat, ist es immer noch problematisch. Und jetzt kommen wir zum Wachstum und da manifestiert sich das Ganze dann auch schon. Da bleiben im Prinzip 2 Titel übrig, Daimler und Munich Re. Und bei Munich Re habe ich schon ein Auge zugedrückt, denn die Voraussetzung war hier eigentlich 30% Gewinnwachstum. Ja, und aufgrund der Tatsache, dass eben dieses Problem so massiv und systematisch ist mit den Niedrigzinsen, würde ich dann auch, wenn ich jetzt hier investieren würde, auch die Munich Re dann doch streichen. Die Dividende macht es für beide gar kein Problem. Bei der Bilanzstruktur, dem Umlaufvermögen, sieht es auch noch ganz gut aus. Bei der Verschuldung bei beiden nicht so dolle. Aber wenn man ein Auge zudrückt, würde ich hier doch auf Daimler kommen. Eine Aktie, die man als aus Sicht von Benjamin Graham und als klassischer Value Investor für interessant befinden könnte. Rein betrachtet anhand der Kennzahlen, der Kriterien aus meinem Erfolgsrezept. Jetzt müsste man natürlich als Privatanleger noch einen Schritt weiter gehen und schauen, wie finde ich die Produkte, wie ist der Absatz der Produkte, wie sieht die Zukunft aus, fahren wir vielleicht bald alle gar kein Auto mehr beispielsweise oder hat Daimler schon das E-Auto oder das Wasserstoffauto oder was auch immer in der Pipeline. Also über diese ganzen Sachen muss man sich dann natürlich auch noch Gedanken machen. Wir sind jetzt hier sehr, sehr statisch an den Kennzahlen natürlich. Jetzt sehen Sie, das ist relativ kompliziert in dem Fall und man findet auch nicht so viel. Das ist auch aber auch im Sinne von einem Graham oder auch einem Buffett. Die brauchen nicht 10, 20, 30 Aktien, neue Aktien pro Jahr. Denen reicht ein toller Wert. Und es geht aber auch viel, viel einfacher, wie zum Beispiel John Greenblatt und Michael O'Higgins vorgemacht haben, die im Prinzip 2 Rezepte entwickelt haben, wo man jeweils nur 2 Kennzahlen braucht. Joe Greenblatt hat geschaut auf die Kapital- und die Gewinnrendite.
hat das Ganze dann Zauberformel genannt, in Deutsch, also Magic Formula. In Deutschland hat der deutsche Titel dann auch, das deutsche Buch hat dann auch den Titel Zauberformel wirklich bekommen. Und Mike O'Higgins, den ich ja auch schon ansprach, der die Docs of the Dow, diese klassische Dividendenstrategie erfunden hat, der, wo man eben die Titel wählt mit der höchsten Dividendenrendite, hat eben auch dieses Konzept entwickelt und schaut eben auf Dividendenrendite und auf den Aktienkurs. Auch nur zwei Kriterien und man sollte es nicht glauben, es ist trotzdem erfolgreich, obwohl es so einfach ist. Und hier haben wir dann das Rezept von Joe Greenblatt. Und ich beschränke mich jetzt hier mal, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen schneller durch, weil wir die Zeit schon sehr weit vorangeschritten ist. Ich beschränke mich hier auf die Alternative, weil die einfach leichter zu finden ist. Das ist hier Kriterium 1b, die Eigenkapitalrendite sollte größer als 25% sein. Und 2b, das KGV sollte besonders niedrig sein, aber alles was unter 5 ist, sortiert man lieber aus. Die Eigenkapitalrendite, für die, die es jetzt nicht wissen, das ist einfach der Gewinn geteilt durch Eigenkapital mal 100. Also wie rentiert sich die eigenen Mittel, die ich eingebracht habe ins Unternehmen, die ich im Unternehmen habe. Was man jetzt gleich am nächsten Bild sieht, ich habe das dann durchgespielt für den DAX. Die Eigenkapitalrendite darf man nie betrachten im Einzelnen. Also die Eigenkapitalrendite hängt immer mit der Eigenkapitalquote zusammen. Das sieht man hier jetzt bei dieser Tabelle. Das wären die Top 5 nach Graham. Es sind 7, da haben Sie recht. Ist aber die Top 5, weil die beiden roten würde ich noch rausstreichen. Das ist die deutsche Börse, fällt da auf. Die deutsche Börse hat natürlich ganz, ganz wenig Eigenkapital. Und da das so ist, ist natürlich die Kennzahl hier Eigenkapitalrendite natürlich, relativiert das sich. Und deswegen würde ich die hier rausstreichen, genauso wie in diesem Fall die deutsche Lufthansa, die einfach ein zu niedriges KGV hat. Und dann kommt man eben auf Daimler, wieder Daimler, zufälligerweise vielleicht auch, oder kein Zufall, Continental, Bayer, Fresenius und ProSiebenSat.1. Das sind die Titel, die Joel Greenblatt jetzt aussuchen würde. Bis zu 30 hat er mal definiert, 5 bis zu 30, das sieht man in der ersten Folie hier nochmal. Und kombiniert das dann, auch hier Punkt A, 1a und 2a am Ende. Er kombiniert das dann, also sucht die besten in Kombination aus, je nachdem wie groß das Portfolio auch sein soll und wechselt auch dann nach einem Jahr, deswegen hier die Pünktchen. Ich habe jetzt nicht die gesamte Tabelle aus dem Buch abgeschrieben, ja, er wechselt das dann noch und kauft auch nicht am Anfang alle Aktien. Aber letztendlich wechselt er nach einem Jahr die Titel wieder aus. Wie macht es O'Higgins, die klassische Dividendenstrategie? Und zwar habe ich mir hier schon die Small Docs, nicht die Docs of the Dow, sondern die Small Docs rausgesucht. Da schaut er nicht nur auf die Dividendenrendite, sondern sucht unter den Top-Dividendentiteln auch noch die 5 raus mit dem optisch niedrigsten Kurs. Die sehen einfach billiger aus. Eine Aussage hat das eigentlich nicht, aber es funktioniert, das ist einfach Psychologie. Eine Aktie, die 5 Euro kostet, sieht billiger aus als eine, die 10 kostet. Auch wenn das de facto nicht der Fall ist. Und dann kann man hier sehen, über 10 Jahre hat der Dow Jones Index 9,1% pro Jahr zugelegt, die Docs of the Dow 10,6 und die Small Docs sogar 12,8, also sensationell. Eine Strategie, die, obwohl sie so einfach ist, super gut funktioniert. Und da ist mir jetzt noch wichtig zu sagen, die Dividendenrendite ergibt sich aus Dividende, hier Aktie geteilt durch Aktienkurs und kann hoch sein. A, wenn die Dividende hoch ist oder B, der Kurs niedrig. Und das ist das, worauf Michael O'Higgins eigentlich abgezielt hat. Ihm ging es gar nicht so sehr um die Dividende, also so wie wir sie heute verstehen als neuer Zins, sondern ihm ging es darum, die Aktien zu finden, die im vergangenen Jahr besonders schlecht gelaufen sind, weil die, hat er herausgefunden, im nächsten Jahr oft sehr, sehr gut laufen. Auch er schichtet nach einem Jahr wieder um. Und machen wir es ganz konkret. Die Small Docs of the Dow waren zum Jahreswechsel gewesen. Verizon, Pfizer, die amerikanische Merck, Walmart und Cisco Systems. Und die haben bis jetzt zugelegt im Durchschnitt um 12,9% im Kurs ohne die Dividende. Der Index nur 3,8%.
wenn man den Index jetzt gleichgewichten würde, also jeder Titel im Dow Jones, jeder 30 Titel nur ein 30stel Anteil hätte, dann wäre man immerhin bei 4,5%. Aber auch das schlägt noch lange nicht die Docs of the Dow. Übrigens, dieses Gleichgewichten ist ein Thema von Joe Greenblatt auch, wozu er auch ein Buch geschrieben hat, auch ein sehr interessantes Thema, was jetzt aber auch zu viel des Guten wäre hier für den kurzen Vortrag. Jetzt habe ich mir angeschaut, wie sähe es aus, wenn ich jetzt heute die Docs, die Small Docs, in die Small Docs investieren würde, weil Michael Higgins sagt, man muss das nicht unbedingt am Jahresanfang machen. Dann wären es diese hier. Und da sieht man, Caterpillar und Coca-Cola kommen da neu dazu. Die anderen sind gleich geblieben. Also das wären 5 Titel, die man nach dieser Strategie ganz simpel auswählen kann und dann in einem Jahr, nach 12 Monaten, dann neu wählen müsste. Wobei da eben auch noch der ein oder andere Kandidat dabei sein könnte. Jetzt ist es so, die Strategie ist ja relativ bekannt, dass der ein oder andere das auch auf den DAX projiziert. Und da bin ich doch sehr, sehr vorsichtig. Ich habe das jetzt hier deswegen auch in Anführungszeichen gesetzt, weil das funktioniert nicht so hundertprozentig. Und das sehen, das wären jetzt E.ON, Daimler, ProSiebenSat.1, die Lufthansa und die Telekom aktuell. Ja, das wären jetzt nicht unbedingt meine Favoriten. Und da komme ich dann auch schon zu einem Stück meines Fazits. Nur auf die Dividendenrendite zu schauen, ist zwar schön einfach, funktioniert auch ganz häufig, aber ist vielleicht dann doch zu einfach gesprungen. Und mir gefällt jetzt hier gut aus diesem Quintett Daimler, aber auch die BASF, die hier in den Docs of the Dow, auf den 10 Docs auftauchen würde, genauso wie Deutsche Post und Merck, die hier gar nicht auftauchen würden in diesem Top 10 der Dividendentitel. Ja, warum ist das so? Weil ich auf die relative Stärke nach Levi schaue, also einen gewissen Aufwärtstrend auf Kursumsatz lieber als auf Kursgewinn, auf Kursbuch, auf Kurscashflow und andere Kennzahlen, auch Insider-Transaktionen sind was ganz Feines und Ähnliches. Das würde jetzt auch zu weit führen, aber wie gesagt, was ich hier festgehalten haben möchte, man kann es nicht auch 1:1 auf den DAX umsetzen. Und man muss auch Vorsicht walten lassen. Und Michael O'Higgins hat selbst mal gesagt, dass die Strategie nicht immer funktioniert, muss sie auch nicht. Und dass es oft so ist, wenn sie mal nicht funktioniert hat, dass sie dann im Folgejahr sehr gut funktioniert hat. Jetzt ist es so, das möchte ich jetzt auch noch hier anbringen, die deutsche Börse ist sehr spät, aber ist dann mal irgendwann auf den Zug aufgesprungen und hat festgestellt im Jahr 2005, mittlerweile auch schon 11 Jahre her, wir könnten noch einen Index machen mit den Titeln mit den höchsten Dividendenrendite. Dann hat man sich dafür entschieden, einen Index zu machen mit 15 Titeln aus dem DAX mit der höchsten Dividendenrendite. Das macht man natürlich im September, weil da auch der DAX neu gewichtet wird, zusammengesetzt wird. Angepasst wird das vierteljährlich, die Gewichtung. Und rausgekommen ist der DIV-DAX. Der DIV-DAX wurde zurückgerechnet bis zum 20. September 1999. Und da dann auch auf 100 gestellt. Und wenn man sich das dann anschaut, dann kann man hier schön sehen, neben dem Chart, der DIV-DAX ist die grüne Linie, hat wunderbar outperformed, 70% fast mehr gemacht, oder über 70% mehr als der DAX. Also da steht es 270% zu 200% über den gesamten Zeitraum. Sieht super aus. Nur, das ist der Startpunkt, zu dem die deutsche Börse zurückgerechnet hat. Sie denken so an die Sachen, die ich auch vorher erzählt habe. Tatsächlich eingeführt wurde der DIV-DAX am 1. März 2005. Und da sieht das Ganze so aus. Die Linien laufen praktisch deckungsgleich, man erkennt es kaum noch, aber der DAX ist hier mit den 241,2% sogar 5% vor dem DIV-DAX über diesen langen Zeitraum. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie sich das auch hätten sparen können. Also, es unterstreicht nochmal mein Argument, Vorsicht bei dem Transportieren der Docs of the Dow zu dem DAX beispielsweise. Warum ist das so? Ja, es liegt natürlich wahrscheinlich an der Anzahl der Titel und auch vielleicht an dem Zeitpunkt und anderen Kriterien, aber vor allen Dingen daran, dass der Dow Jones natürlich viel liquider ist. Die Unternehmen sind viel, viel größer. Die Unternehmen zahlen auch mehr oder weniger alle Dividende, auch über lange Zeiträume. Beim DAX gibt es Unternehmen, die gar keine Dividende im Moment zahlen. Also man kann es eben nicht 1:1 kopieren. Gut, mein Buch heißt ja Methoden für die Kleinanleger, die Großen zu kopieren. Und deswegen habe ich dann mir nochmal Gedanken gemacht zum Abschluss, was macht denn oft ein Kleinanleger falsch oder ein Privatanleger oder ich auch. Ich definiere mich manchmal auch als Privatanleger. Der schielt natürlich oft aufs schnelle Geld, während der
Börsenstar, der Große, sich viel Zeit lässt. Er hat natürlich auch die Zeit. Wir haben ja noch einen anderen Job in der Regel. Aber nichtsdestotrotz, lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das machen Sie beim Hauskauf genauso beim Autokauf, als zu schnell zu handeln und dann Fehler zu machen. Das gilt auch für Spekulieren, das klassische Zocken und das Investieren. Wer zocken will, ich kenne das, man hat dieses Gespür, das macht ja auch Spaß mit Aktien. Und wenn man dann gewinnt, ist es toll, wenn man verliert, dann vergisst man das schnell. Zocken macht Spaß, aber Zocken gehört nicht an die Börse. Wenn Sie zocken wollen, dann nehmen Sie einfach 5% Ihres Kapitals und gehen ins Spielhaus, in die Spielbank oder machen irgendwas anderes damit, aber spielen Lotto oder sowas, aber nicht bitte an die Börse. Und auch, das möchte ich Ihnen auch nochmal mitgeben, denken Sie daran, Erfolg hat man besonders mit Aktien, das ist hier Punkt 3. Auch Panik ist ein schlechter Ratgeber, also ständig die tagesaktuellen Nachrichten zu verfolgen, das macht sie eher kirre und die werden oft überbewertet, das ist ein Phänomen der Behavioral Finance. Auch Verluste begrenzen, auch wichtig, nicht laufen lassen, das fällt sehr, sehr schwer, ist aber sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und dann eben Stichwort KGV, auf die Kennzahlen gucken, die wirklich wichtig sind, und das ist nicht unbedingt das KGV, sondern das sind andere, ein bisschen gesunden Menschenverstand auch walten lassen. Und was ich Ihnen bei meinem Buch noch mit an die Hand geben möchte, ist, es sind natürlich 12 nordamerikanische Börsenstars genannt und 3 deutsche, und ich beschreibe die auch ausführlich. Es gibt auch zu verschiedenen Themen, die nicht explizit was mit den Börsen zu tun hat, gewisse Exkurse. Und ich beschreibe jedenfalls diese Börsenstars sehr genau, auch ihren Lebenslauf, gehe auf diese Methode ein, auf ihr System und stelle am Schluss eine Checkliste mit dem Erfolgsrezept, wie Sie es hier jetzt gesehen haben, auch ein Stück weit in der Präsentation vor. Und mir geht es darum, schauen Sie, was sind Sie selber für ein Typ? Suchen Sie sich 1, 2 Börsenstars heraus, mit denen Sie sich identifizieren können. Es macht keinen Sinn, wenn Sie kein Zahlenmensch sind, keinen Geschäftsbericht anfassen wollen, wenn Benjamin Graham oder ein Warren Buffett hinterher nacheifern wollen, das macht keinen Sinn. Da werden Sie sich nur quälen und kommen nicht auf den grünen Zweig. Wenn Sie es sehr, sehr einfach haben wollen, dann wählen Sie eben die Docs of the Dow von Michael O'Higgins, der darüber hinaus auch noch andere Rezepte entwickelt hat. Docs of the World zum Beispiel, alles in meinem Buch nachzulesen. Oder Joel Greenblatt, der ein sehr einfaches System hat, wenn Sie gar nichts davon halten, jetzt Aktien zu kaufen, die unbeliebt sind, dann ist vielleicht eine Strategie eines Trendfolgers für Sie von Vorteil. Also suchen Sie sich das aus, was auch zu Ihnen passt aus meinem Buch, so möchte ich das auch verstanden wissen. Und ja, vielleicht sind Sie dann in naher Zukunft vielleicht der nächste Börsenstar. Ich muss ein neues Buch schreiben und erwähne Sie da drin. Vielen Dank fürs Zuschauen und hat Spaß gemacht, und ich freue mich jetzt auch, wenn Sie hier bei den IB Days vielleicht auch die anderen Vorträge noch verfolgen. Ist eine tolle Veranstaltung, deswegen mache ich auch zum dritten Mal mit und mache gerne mit, und wünsche noch eine erfolgreiche Woche.